Ja, liebe Zuschauer, der Parteitag hat noch nicht begonnen, aber Phoenix musste ja schon die Tagesordnung ändern, weil hier auch ganz schnell plötzlich Jörg Meuthen aufgetaucht ist. Ich hatte ja schon ein journalistisches Interview angekündigt. Das kommt jetzt mit meinen Kollegen Melanie Ammann vom Spiegel und Gregor Mainz von der Rheinischen Post. Willkommen bei uns. Frau Ammann, die Parteitage der AfD sind stets von Protesten begleitet, auch hier in Hannover, möglicherweise auch gewalttätigen Protesten. Was geht da eigentlich immer vor im Umfeld dieser Parteitage? Ja, die Proteste scheinen auch dieses Mal wieder durchaus gewalttätig zu sein. Mich hat eben ein AfD-Abgeordneter angerufen, der auf dem Weg hierher geschlagen und getreten wurde von einer Gruppe von Demonstranten. Und ich finde es schon inakzeptabel, dass da Gewalt ausgeübt wird, auch nur weil man politisch nicht einverstanden ist mit dem, was hier läuft. Das ist ja dann doch kein Mittel der Auseinandersetzung. Herr Mainz, ich bin an einem Transparent vorbeigelaufen, als ich hier in die Halle kam von Demonstranten. Da stand drauf, wir wollen den Nazis ins Gesicht treten. Diese Art von Gewaltandrohung, Gewaltankündigung, spielt das der AfD in die Rolle? Kann sie davon eigentlich immer wieder profitieren, dass sie so angefeindet wird, gerade im Vorfeld von Parteitagen? Naja, das ist genau das, was die anderen Parteien immer wieder sagen, dass sie das vermeiden wollten, dass sie in eine Märtyrerrolle hineingedrängt wird. Und wenn man hier zum Parteitag geht und das Erste, was man hört, man wird qualifiziert als Rassistenschwein, dann ist das natürlich sehr förderlich, einen Zusammenhalt zu empfinden, wo möglicherweise eigentlich beim Parteitag ein Bruch deutlich werden könnte. Frau Ammann, wenn wir dem Parteitag ein Motto verleihen wollten aus journalistischer Sicht, würden Sie da eines vorschlagen können? Es ist schon ein Parteitag der Richtungsentscheidung jetzt. Also, und zwar die Frage stellt sich, welche Personen, welche Gesichter repräsentieren die AfD künftig nach außen. Auf den Kurs hat sie sich schon festgelegt, die Partei, als man Frauke Petri mehr oder weniger über Bord geworfen hat mit ihrem Kurs. Jetzt ist die Frage, können sich die Rechten in das Vakuum begeben, das Frau Petri hinterlassen hat. Also wer wird an der Spitze stehen? Wird es Jörg Meuthen wieder sein, der aktuelle Parteichef? Schafft es der Flügel von Björn Höcke, jemanden aus seinen Reihen dort zu installieren? Oder kommt ein alter Petri-Verbündeter, Georg Pasterski, an die Spitze? Das ist jetzt schon mit diesen Personen, ist schon auch ein Kurs verbunden, der sich heute dann jetzt entscheiden wird. Dieser Richtungsstreit begleitet die Partei ja praktisch von ihrer Gründung an. Sie hat sich mehrfach gehäutet. Der Wirtschaftsliberale Bert Lucke wurde aus der Partei gedrängt. Frauke Petri, die ein Zukunftsprogramm, auch ein gemäßigt liberales Zukunftsprogramm beim letzten Parteitag in Köln durchsetzen wollte, die Partei inzwischen auch verlassen. Wird dieser Richtungsstreit die Partei auch noch weiter begleiten? Oder gibt es da irgendwann mal eine Lösung, auch wo die Partei eigentlich hin will? Tja, sie möchte natürlich ganz weit nach oben kommen. Sie träumt davon, in Sachsen bereits den Ministerpräsidenten stellen zu können, ohne sich irgendwie inhaltlich verändern zu müssen oder inhaltlich klarer werden zu müssen. Ich finde das sehr bezeichnend für eine Partei, die vor allen Dingen bei älteren Wählern punkten will und nicht mal ein Rentenkonzept hat, dass sie dann trotzdem gewiss ist, weiterhin punkten zu können. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie ganz viele Sammeltassen mit ganz vielen verschiedenen Inhalten ins Regal stellt, wo sich jeder bedienen kann, ohne auf die anderen Tassen achten zu müssen, die möglicherweise sehr problematische Inhalte haben. Wie lange wird der Partei es noch gelingen, auf ein stringentes, klares, systematisch auch erarbeitetes Programm zu verzichten? Also die Partei hat ein Programm, aber wie Herr Mainz schon gesagt hat, es ist ein Programm voller Widersprüche. Also es ist wirklich für jeden was dabei, sei es jetzt der völkisch-nationalistische Flügel oder eben eine Wirtschaftsliberale wie Alice Weidel, die sehr versucht, gemäßigt aufzutreten. Jeder kann sich da etwas rauspicken und sagen, seht her, das ist doch die AfD, das bin doch ich. Und ich glaube, dass in der Bundestagsfraktion sich jetzt zeigen wird, da kann man ja nun mal nur einen Antrag stellen und da wird sich dann zeigen, zu welchem Thema eben welcher Antrag gestellt wird. Im Moment ist schon die Frage, liegt dann das Übergewicht bei den eher Gemäßigten, die jetzt durch Herrn Pasterski versuchen, in den Vorstand da zu kommen und dem ihren Stempel aufzudrücken? Oder kann eben der vor allem im Osten sehr starke rechte Flügel das jetzt auch personell dominieren? Meinst du, ich will es nochmal anders formulieren. Bisher ist die Partei sehr stark geprägt von Emotionalität. Wird da möglicherweise auch Rationalität möglich sein, die Partei irgendwann mal stärker beeinflussen? Das bringt eine Parlamentarisierung automatisch mit sich. Man wird wahrscheinlich sich selbst auch irgendwann auf den Keks gehen, immer aus der Rolle fallen zu wollen, sondern dann konkret zu feiern, dass sie mit ihren Anträgen weiterkommen. Es gab jetzt bereits erstes zufriedenstellendes Bilanzieren, was sie mit ihrem Syrien-Antrag, also Verhandlungen aufzunehmen mit dem Assad-Regime, um über eine Rückführung von syrischen Flüchtlingen zu verhandeln.
erreicht haben, angeblich. Sie verweisen auf die Vorbereitung der Innenministerkonferenz nächste Woche, wo es auch darum geht, den Abschiebestopp nicht mehr über das ganze Jahr 2018 zu verlängern, sondern nur noch fürs halbe. Und Sie sagen, seht ihr, wir können auch durch konstruktive Arbeit in den Parlamenten die Politik verändern. Was jetzt daran korrekt ist, müssen wir dann noch mal genauer untersuchen. Das heißt, die Konfrontation mit der Realität, mit dem parlamentarischen Alltag, könnte möglicherweise die Partei auch trittfester machen? Sagen wir so, sie hat es mit Methoden in den Bundestag geschafft, die aus meiner Sicht an der Grenze des politisch Zulässigen waren. Also es wurde ja extrem polemisiert, der politische Gegner wirklich unter der Gürtellinie angegriffen und auch teilweise die Fakten verdreht während der Kampagne. Jetzt sind sie im Bundestag und jetzt kommt die staatstragende Seite zum Vorschein quasi. Man hat mit den Schmuddelmethoden es in den Bundestag geschafft und dort will man aber jetzt sozusagen die echten, waschechten Demokraten geben. Und ich bin gespannt, ob diese neue Linie, dieser gemäßigte Kurs der Fraktion, wie der bei den Wählern ankommt, vor allem in Ostdeutschland, weil die AfD sich dort sehr klar als Protestpartei aufgestellt hat und dort auch sehr hohe Erwartungen geweckt hat, dass jetzt sozusagen Rabatz gemacht wird im Plenum im Reichstag. Und wenn man jetzt aber dort in der Fraktion die Vernünftigen und Ruhigen vorlässt und die den Kurs bestimmen, dann möchte ich mal sehen, wie das den Wählern der AfD gefällt. Dass sie sich von diesem Protestpartei-Image etwas entfernt, könnte das für die Partei möglicherweise negative Folgen haben? Das kommt ganz darauf an, wie sich die anderen Parteien entwickeln. Sie können sich ja im Moment als kleinsten gemeinsamen Nenner auf Merkel muss weg jederzeit verständigen. Wenn Merkel irgendwann mal nicht mehr da sein wird, dann stellt sich die große Frage, was dann das einende Band für diese Partei ist. Und da ist dann die Frage, ob sie aus der Protestfunktion, die ja früher auch die Linkspartei in besonderer Weise im Osten hatte, ob sie da rausfindet, ohne größere Verluste einkalkulieren zu müssen. Und das ist noch nicht entschieden und darum geht es auch heute bei diesem Parteitag. Sie beide werden den Parteitag hier, wie wir natürlich auch, beobachten und wir werden uns später wiedersehen bei einer Bewertung, bei einer Analyse des Verlaufs des Parteitags sozusagen en passant. Erstmal vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Es wird jetzt sicherlich in wenigen Minuten losgehen. Alles Weitere von meiner Kollegin Doris Müller.